Das hier ist jetzt das Special Video und möchte mal meine Let's Play Welt von oben zeigen. Wenn ich das Special vorbei ist, möchte ich auch wieder hier sein, damit ich den letzten Teil machen kann. Ich muss jetzt mal fliegen, wie die Welt von oben aussieht. Das ist alles von mir kreiert. Da steht dieser eine Holzbalken. Das ist das Haus. Hier ist noch Ackerland. Und da hinten ist die Pyramide. Und dann nochmal weiter nach hinten. Also, da wir meist noch nicht, wie weit ich da immer hingelaufen bin. Um dann Sand für die Pyramide zu holen. Das ist immer die ordentliche Strecke hier. Wollte mal in den Let's Play Welt. Was? Von oben kriegen. Ja. Wollte nicht von oben kriegen. Der Horn. Ja, der Horn ist hier. Ja. Das ist ordentliche Strecke jetzt hier. Laufen. Und zwar den Sand, den habe ich hier geholt. Hier sieht die Textur noch ganz anders aus. Hier ist alles über mit S. Glaube ich überlegt. Weil ich das jetzt nicht wegkriegen war, habe ich es nur einfach viel weiter ausgegraben. Wir haben gleich getan. Wir haben noch Zuckerrohr, was wir machen können hier. Und hier könnte ich noch ein bisschen mehr machen. Gefällt mir. Und dann möchte ich dann mal ein bisschen was planen. Und zwar mein Haus will ich vergrößern, also ich will einen zweiten Stock bauen, damit man vielleicht davon aus, wo ich schlafen, die Pyramide sehen kann. Jetzt fliege ich jetzt erstmal wieder zurück. Weil da sieht man die Pyramide, die ist ja schon mittlerweile fertiggestellt. Habe ich ja im Teil 15 ja fertiggestellt, die Pyramide. Die Pyramide werde ich dann ja auch noch ein bisschen ausstatten. Das könnte ich auch als Lagerraum oder so Wohnraum nutzen. So, ich würde auf jeden Fall dieses Haus hier ein wenig vergrößern, hier. Einen zweiten Stock aufbauen und hier die Schlacht hier ungefähr dann zur Pyramide gucken kann. Und die Mine hier. Die habe ich ja auch noch eine Mine gemacht. Das ist hier jetzt eine Mine. Ich erstmal runter. Und hier ist die Mine, werde ich den Raum auch nochmal vergrößern. Ich muss dann diese Richtung vergrößern, diese Richtung vergrößern, diese Richtung vergrößern, damit ich dann hier eine Slime Farm machen kann. Also auf dem riesigen Grundraum eine Slime Farm. Ich habe hier auch schon lange Gänge reingegraben, weil es schon lang gegangen ist. Ein gewaltig langer Gang hier. Bis hier. Der Gang ist hier schon über 100 Blöcke lang. Das ist schon ein langer Gang hier. Das ist auch der längste Gang. Hier oben sind ja auch noch Gänge, die ich graben muss. Und hier muss ich auch noch weitermachen. Da ist meine XP ja schon auf 18 angestiegen. Ich werde hier die zwei, da werde ich direkt machen. Die Lava werde ich immer auch mal ausschöpfen. Und ich hier auch ein bisschen Gehegefläche, also daraus werde ich nur die Gehegefläche machen. Hier auch vielleicht und hier so ein bisschen Nahrungsfläche machen. Hier Getreide wachsen lassen. Die Kühe, die hier rumlaufen, züchten. Und hier sind auch Schweine. Die müsste ich dann züchten. Und die Pyramide hier, die könnte ich ja hier. Hier ist ja so eine Art Geheimeingang in die Pyramide hinein. So sieht die Pyramide immer unendlich aus. Da muss ich jetzt auch noch diese Blöcke hier wegmachen. Die waren einfach nur zur Pyramidenhilfe gedacht, also Hilfe sie zu bauen. Hier strahlt die Sonne rein. Dieses werde ich hier wegmachen, ich werde hier an
Ich werde hier alles hier nochmal so rein weggraben, hier außen herum. Ich werde vielleicht auch noch in die Schienenstreckenverbindungen hier legen. Also eine zur Pyramide und eine zu diesen Sandsteinen hinten. Oder ich könnte noch, oder ich werde noch auf der anderen Seite, also irgendwo anders würde ich hier vielleicht noch eine zweite Pyramide aus Cobblestone bauen. Cobblestone ist dieses Material. Hier ist ja mit dem C drauf. Mit modifizierten Texturen mit dem C. Die Spitze hier, die würde ich hier da auch noch was drauf machen. Und hier die. Also hier vielleicht noch. Also mir fällt mir eher nicht mehr viel ein, was ich sonst noch machen werde. Werde in den nächsten 10, 20 Teilen. Dann schreibt mal Ideen in die Kommentare, wie ich mein Let's Play fortführen möchte. Das jetzt als Special-Video werde ich dafür machen, dass ich jetzt heute kein Let's Play-Teil hochlade, dafür das Special, was ich jetzt ja auch gerade aufnehme. Und das ist jetzt 6 Minuten lang, das reicht also noch nicht. Das Video wäre jetzt insgesamt mit Statistik nur etwas mehr 10 Minuten lang, das ist noch einfach ein bisschen zu kurz. Ich will es am besten auf 15 Minuten bringen. Bei einem hat nämlich 15 bis 20 Minuten getippt. Das sollte bei Minecraft handeln und dann habe ich noch 4 Minuten Statistiken gemacht. Also auf meinem Kanal. Die ich dann natürlich noch dran machen werde. Sieht aber auch interessant aus in dieser Welt. Ich werde natürlich ohne Singleplayer Command spielen. Den ich jetzt hier habe. Auf jeden Fall hier ist noch einiges zu entdecken. Hier ist auch noch ganz viele Seerosenblätter. Und das sieht natürlich schön aus, die Pyramide darin. Man könnte vielleicht da hinten eine Pyramide bauen. Von hier aus kann man die schon erkennen. Da werde ich auch Schienen hinlegen. Also sieht auch gar nicht mehr so schlecht dann aus, wenn ich dann hier Schienen zur Pyramide legen kann. Und auch Schienen dahin, wo der Sand ist. Dass nämlich meine Sandquelle ein bisschen weiter weg ist. Und das ist ja auch schon fast fertig gewachsen. Wie die Lava, da muss ich mich echt extra mal rein verletzen. Und da kann ich natürlich meine ganzen Sachen drauf. Ich bin im Survival-Modus. Aber die Leben generieren sich schneller als. Die regenerieren sich schneller als wenn man da reinfällt. Das ist genauso auch wie beim Tauchen. Beim Tauchen muss man jetzt ein bisschen abwarten. Bis diese 10 Blasen zerplatzt sind. Diese, wie lange kann man unter Wasser atmen, sozusagen für die? 10 Sekunden lang geht das. Jetzt ist es weg und jetzt geht's weg. Eins ist es da nicht so. Da stirbt man nach einer Weile unterirdisch. Man kann es einfach vermeiden. Also da ist es so, wenn da unterirdisch Wasser geht, dann wird man sterben. Aber wenn man hier von der Lava wieder rauskommt und man brennt, dann stirbt man nicht. Weil die Leben schneller regenerieren. Also wenn man 9 oder mehr Hungerpunkte hat, dann kommen ja alle 15 Sekunden halber Leben dazu. Das ist ja auch bei irgendwie normaler Hardcore. Bei Hardcore ist das glaube ich auch so. Oh, so ein Schwein, so ein Schwein, so ein Schwein. Also hier muss ich ein Gehege bauen, muss ich ein bisschen Erde hinpacken, ein kleines Gehege. Das sind erstmal meine Pläne für die nächsten Parts. Ich hoffe, das gefallen. Jetzt kommen die Statistiken. Meine Kanalstatistiken. Ich habe jetzt insgesamt, seitdem ich existiere, 6.953 Aufrufe. In den letzten 7 Tagen habe ich 1.231 und in den letzten 13 Tagen 2.530. Das hat nämlich wegen dem WM-Orakel deutlich zugenommen. Die Top 10 Videos in den Aufrufen des ersten Silvester im Fernsehen hat fast 2.000 Aufrufe. Danach kommen 2 WM-Orakel-Videos, dann auch Kang Xaver aus Heide und dann noch an Heliumballon-Videos. Und hier habe ich noch 5 Videos aufgelistet, wo ich gerne mehr Aufrufe haben möchte. Und hier steht
Durchschnitt der Aufrufe. Ich habe 99 Videos und 6.953 Aufrufe. Also 70,23 Aufrufe. Die besten 5 Videos oben eben hier, diese 5 hier oben aufgeführt, die haben 53,33% Gesamtanteil, sind 741,6 Aufrufe durchschnittlich bei den 5 Videos. Die meisten Aufrufe an einem Tag hat das Video WM Orakel Deutschland gegen Argentinien, ca. 300 erhalten. Die meisten Bewertungen hier, WM Orakel Deutschland gegen Argentinien, 5 positive, 4 negative. Davon habe ich das Video selber auch positiv bewertet. Silvester im Fernsehen, Silvester, also Silvester im Fernsehen, ZGF im Jahreswechsel, hat 3 positive, 5 negative. Und beim Mario Kart Online Cheaterin sind es 3 positive und 4 negative. Abonnenten bis Dezember 2013 hatte ich keine. Bis Juli 2014 hatte ich mittlerweile 12. Und jetzt habe ich 18. 8 durch das Let's Play gewonnen. Und ich plane ein 100 Abo Special. Wiedergabezeit meiner Videos. 8019 Minuten. Sind 5 Tage, 13 Stunden und 19 Minuten. Durchschnittlich 99 Videos, 8019 Minuten Wiedergabeminuten. Heißt 81 Minuten durchschnittlich, sind 1 Stunde 21. Ich bin auf YouTube aktiv seit 15. September 2013. Das sind 10 Monate und 3 Tage. Längste Upload-Pause zwischen dem 15. September und 6. Dezember 2013. 2 Monate 21 Tage. Die meisten Videos, die ich an einem Tag hochgeladen habe, sind 6. Alle positiven Bewertungen von meinen Videos sind 64, sind durchschnittlich 0,6464 pro Video. Man bedenke, ein Video mit dem Namen Wahrheit über Bronzen, was ein relativ schlechtes Video, sieht man an den Bewertungen, hat 2 positive Bewertungen mehr als die Gesamtheit 99 Videos. Der hat auch nur 15 Abonnenten, 16.000 irgendwas Aufrufe hat das Video. 66 positive gegenüber 1.747 negativen Bewertungen. Aber nur ein Video. Alle negativen Bewertungen von mir sind 23. Durchschnittlich 0,2323 pro Video. Anzahl Videos, die ich positiv bewertet habe, sind 411 Videos in 306 Tagen. Durchschnittlich 1,343 Videos am Tag. Anzahl Videos, die ich negativ bewertet habe, 0. Alle Favoriten von meinen Videos, auch 0. Alle geteilten Inhalte von meinen Videos 10, sind durchschnittlich 0,1010 und so weiter. Playlist Aufruf Platz 3. Erster Platz Mario Kart Wii Freunde hat 31 Aufrufe. Zweiter Platz Schachlern hat 29 und der dritte Platz hat Candy Crush Videos 17. Durchschnittliche Anzahl Videos wiedergegeben 1,48. Videolänge. Längste Videos Mario Kart Wii 2.30 versus 3 mit Cheats. 1 Stunde 18. Mario Kart Wii 6 verschiedene Cheater auf Platz 2 mit 48 Minuten. Und auf dem dritten Platz Minecraft Uhr Tutorial Teil 1 hat 17,30. Ich hoffe, das Video gefallen hat. Gebt einen Daumen hoch und abonniert, wäre auch nicht schlecht.